So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir, ich glaube, die Bronzeziele erreicht. Oder auch nicht. Das ist ein bisschen die Frage. Aber hier, warte mal, wir hatten doch, das weiß ich doch ganz genau, bei den afrikanischen Steppenelefanten bei dem Safari-Park hatten wir 8000 Dollar pro Fütterung. Da habe ich mich ja übelst aufgeregt, wie man denn 8000, wie man sich so ein Tier halten kann und kann es sich nicht leisten. Warum hat man denn jetzt hier 3000 Dollar? Das ist ja voll unfair. Hier der Tierpfleger. Also finde ich voll unfair. Aber naja. Naja. Naja, okay, also in der heutigen Folge, falsche Richtung, würden wir es an den Sibirischen Tiger hier mal ranmachen, an den kleinen süßen Schnuckiputzi. Den hatte ich ja jetzt schon gesehen, das heißt, wir kaufen uns den jetzt einfach mal. Den Gregory. So, bumm. Dann machen wir hier dann den Rückzugsort. Für die Miezekatze. Futterwasser brauchen wir ja auch. Wasser. So. Ach ja, wir müssen bei der Barriere. Noch sowas jetzt im Raum stehen. So. Obwohl, ich glaube, das müsste ich ja dann noch ein bisschen höher machen. Dass so gut uns hier noch wegspringt, ne? Das wollen wir alle nicht. Hallo? So, es ist jetzt auch noch mit hier hoch. Ach so, muss ja. Okay, naja. So, da haben wir das. Jetzt hat die Frage, haben wir eventuell für den sibirischen Tiger schon Lebensqualitäts... Ja, Hammer. Okay. Spielzeug, Klettermöglichkeiten. Und die Frage, nimmt der das auch, ne? Oh, Moment. Nee. Ich weiß. Oh, was ist denn das jetzt? Ach, dann lösche ich das einfach. Ist mir doch auch egal jetzt. Kann ich das eigentlich auch so machen, dass er sich einfach nur hier hinlegen kann? Oh. Ja. Funktioniert das? Vielleicht. Mal schauen. Aber wir brauchen ja. Hier auch nochmal einige Sachen für unsere Mitarbeiter. Sonst heulen die ja wieder rum, dass sie ja nirgends was erreichen können. Dann machen wir hier eine Tierpflegerhütte. Weg, Weg,
Weg. So, das sieht zwar richtig bescheiden aus, aber das ist mir jetzt ein kleines bisschen weh. Egal. Arbeitsbereich, neuer Arbeitsbereich. Zack, zack, zack. Zack. Arbeitsbereich 5. Nein, das ist der sibirische. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig geschrieben. Tiger, bitte. So, und das heißt, dass wir. Mal kurz ein paar Leute einstellen, zum Beispiel einen Tierpfleger. Dann stellen wir noch einen Zoopfleger ein, einen Techniker. Selbstbeamten können wir auch noch mal zwei Stück einstellen. Und ein Tierarzt und ja, meine Güte, auch noch ein Ausbilder. Obwohl, da brauchen wir eine Ausbilderstelle. Egal, warte mal. Die hatten wir doch hier irgendwo, oder? Ach, in diesen Aussichtspunkt. Dann machen wir das nochmal hier. Wo ist meine Crystal hier? So. Aber ich hatte doch so irgendeinen Ausbilderpunkt. Irgendwas gab es doch hier. Oder war das dieser Aussichtspunkt, den ich da hatte? Nee, eigentlich nicht. Das war dieses. Geschwungen, das hatte ich ja bei meinem ersten Zoo. Und du warst beim Mediengeräte? Ja. Hier Gesprächspunkt, das ist eigentlich, so, das ist eigentlich das, was ich. Was sagt er dann? Gut. Alles klar. Gut, die machen das schon. Wo ist denn mein Elefant? Da bist du. Achso, mein sibirischer Tiger. Wo kommt der denn jetzt? Achso, ah, ich muss ja auch noch meine ganzen neuen Arbeiter. Kein Arbeitsbereich. Sibirischer Tiger. Kein Arbeitsbereich. Sibirischer Tiger. Keine Ahnung. Wir hatten ja noch Tierarzt oder Techniker. Tierarzt, Zoopfleger. Doch, haben wir. Okay. Überraschung! Gregory. Futterbeschäftigung. Ja. Mensch, sei mal nicht so. Ach so. Das ist unter Wasser. Ach so, ja, so wie immer. Unter Wasser haben wir halt hier nicht, Gregory, ne? Du musst halt ein bisschen warten. So, dann machen wir hier auch gleich noch mal was mit Pfotenabdruck und hier den ganzen Kladderadatsch.
Ja, Tia, ist alles ganz, ganz ruhig. Alles wird gut, so Gehege. Erhaltungsinfotafel, okay. Und dann noch Pfotenabdruck. Ah, Spenden. Spenden brauchen wir auch. Das brauchen wir auch noch. Und natürlich Mülleimer. Wir wollen ja nicht, dass sie uns hier wieder alles zumüllen. Und natürlich wieder Sitzbänke für die ganzen Herrschaften hier. Hier geht das gar nicht. Unebene Verzierung, aber hier funktioniert es. Okay. Ja, was ist denn los? Temperatur. Ach, ist es alles ein kleines bisschen zu warm? Ja, nee, das wollen wir ja nicht. Okay. Das hoffentlich wird angenehm für dich. Nein! Gregory! Sag mal! Mein Freund. Kaputte Barriere. Techniker. Das ist Gehege 10. Beziehungsweise Eingangsbereich. Eingangsbereich haben wir. Wie viele Techniker haben wir im Eingangsbereich? Zu viele. Eins. Also doch nur ein. Okay, gut, dann Arrivederci und ja, gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich das falsch interpretiert und Gedanken gehabt. So. Ach, Tierarzt, Mensch. Haben wir Tierarzt? Haben wir für. Bereich absenken. Gut, dann, wenn der das nicht hinbekommt, nehmen wir noch einen. So, kein Arbeitsbereich, Bereich absenken. Genau. So, dann haben wir das ja eigentlich erstmal alles soweit. Jetzt können wir mal gucken, ob wir noch mal jemanden verkaufen könnten. Aber es sieht eigentlich nicht so aus. Sie wollen sich auch alle irgendwie nicht so richtig vermehren. Was ist denn wieder euer Problem? Lebensqualität, ja. Durstig, 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 tralala. Wo haben wir denn jetzt hier den Tierpfleger? Ach so, der ist schon da. Okay. Dann habe ich wieder mal nichts gesagt. Ja, Werkstatt. Ja, ich kann doch jetzt hier nicht immer 5 Werkstätten hinzimmern. Oh, wird bald Nachwuchs haben. Sehr, sehr schön. So. Mandril brauchen wir wegen der Lebensqualität. Das brauchen wir auch. Und fürs Steppenzebra könnte man das auch jetzt mal hier in Angriff nehmen.
Bildung 60%, Toilette. Oh ja, Toilette ist immer wichtig. Toilette ist wichtig. In die Toilette. Wir wollen ja nicht, dass sie sich hier dann in die Hosen machen. Deswegen sind wir so nett und zimmern hier eine wunderschöne Toilette hin. Genau, hier hin. Zack, da können die dann alle gehen. So wie viel die trinken, und dann müssen sie natürlich auch dann auf Toilette. Was? Oh Mensch, Gregory. Du Honk. Wenn ich die 10 Meter für dich hochbaue. Ist mir auch egal, mein Freund. Och, was ist denn jetzt mit dem? Ernährungs- und Flüssigkeitszufuhr. Oh, der war doch gerade da, dieser doofe Tierpfleger. Kriegen Sie denn nicht gebacken, sich mal um die Tiere zu kümmern? Gib den doch einfach Wasser. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ach so, sie erwartet nach dem Wachstum. Oh nein, der Gualadiero ist gestorben. So, Rückzugsort. Sehr schön. Kann ich hier auch das Futter ein bisschen hochsetzen? Eigentlich? Oder habe ich das noch nicht erforscht? Nein, leider nicht. So. Könnt natürlich auch mal die Preise hier ein kleines bisschen erhöhen auf 3,50 und auf 12,50. Machen wir hier 96,50, 52, 6,50. Und das wird ein bisschen sehr teuer. So. Ja. Ach so, das ist der. Nee, ich möchte gerne mich um die Preise kümmern. So. Dann 57. Zack, zack, zack. Preis synchronisieren. 6,50. So. Und die Tickets könnten wir auch noch mal ein bisschen teurer machen. Oh, ey, wenn es wieder Gregory ist, dann raste ich aus. Oh, was ist denn dein Problem? Also, ist er erklimmbar. Das ist dein Problem. Okay. I understand. I understand. Soweit habe ich aber gerade aktuell nicht geschaut. So. Viel Spaß beim nächsten Mal, mein Schätzelein. So, Mandril. Mandril, Mandril, Mandril. Euch ging es ja auch nicht so gut, meine kleinen Affen. Und zwar Platz zum einen. Ich habe wieder Rückzugsort. Ihr habt da auch jetzt nicht so unbedingt. Aber den kann ich euch natürlich auch gerne geben. Ich möchte, dass es ja euch auch gut geht. Ja, die Frage, was reicht euch denn jetzt aus? Das hier, weil so viele seid ihr halt es auch nicht, ne? Dass man sagen kann, man nimmt halt jetzt voll viel. So, und was war es noch? Irgendwas mit Futterbeschäftigung? Spielzeugbeschäftigung, okay. So, Mandrill. Wasserfallbeschäftigung. Ja, ich glaube,
dann Eisklumpen. So, reicht das aus? Ja. Die haben ja Babys bekommen. Gut, dann ist es wirklich extrem klein. Und es sieht ja wirklich abgeranzt aus. Das Gehege, zumindest die Gehegebarriere. Stress. Ja, da geht doch. Geh doch weg. Du hast hier genügend Möglichkeiten, dir Freiraum zu schaffen. Madame. Wo ist denn der? Die Barriere. Oh ja, jeden Monat, jeden Monat. Dann möchte ich gerne mal den Techniker rufen. Das habe ich aber komplett vergessen. Da kommt er ja schon. Oh, du kleine, süße, große Miezekatze. Okay, Tierhandel. Haben wir vielleicht noch einen sibirischen Kandidaten? Oh, Pierhund. Verdammt, die kann ich mir nicht holen. Ich möchte die gerne. Moment. Moment, ich kann noch Tiere verkaufen. Ich kann doch die Tiere verkaufen. Wann werden die denn mal erwachsen? Ich möchte euch verkaufen. Mann, meine Burgen. Sind meine Burgenkäfer jetzt alle tot? Null! Och nee. Die haben so fleißig sich über vermehrt. Gibt's doch keine mehr. Ei. Och Mann. Mit genügend Platz. Ja, komm, ganz ruhig, Madame. Muss man sich halt mal die Geduld nehmen. Oh, okay. Gut, die haben hier. Ja, 34, obwohl doch 34, das würde mir doch schon ein bisschen weiterhelfen. Gib dir eine Dame, Gregory. Ups. Hallo? Hallo, 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 hallo. Tierhandel. Da. Ist zwar ein bisschen klein, aber egal. So. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass in dem vorherigen Zoo die irgendwie alle schneller erwachsen geworden sind. Oder Gregory? Das ist bestimmt genauso. So, da hast du deine Dame. Ah, schon wieder Rückzugsort. Okay. Gut. Das war eine bescheidene Idee. Ich wollte es probieren. Aber wir könnten versuchen, ob wir das vielleicht irgendwie hier rein kriegen, was ich zwar nicht glaube, aber. Also, man kann es ja mal versuchen, nicht? So. Und? Ja, es war 42% Futterbeschäftigung. Einrichtung, Futter, Futter, Futter. Wo haben wir das denn hier? Okay, haben wir den Eisklumpen? Eisklumpen. Die Diana ist das. Hallo Diana. Wo ist denn hier dein anderer Weggefährte?
Ach da. Oh, da lädt sich erstmal. Okay, ja, kannst du ruhig machen. Okay, Mitarbeiterforschung. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Lustig. Oh, ich finde, Tiger sind so tolle Tiere. Oh, süß, wie die sich gerade abgeseit hat. Und? Und? Oh. Oh, niedlich. Kann man eigentlich rein theoretisch sich auch, wenn man dann einen eigenen Zoo hat, die Tiere sich auch so züchten, weil es gibt ja auch den sibirischen Tiger mit weißem Fell. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Techniker. Alle 3 Monate. Ja, Leute. So. Ansonsten sieht es doch eigentlich. Oh, ups. Ganz gut aus, oder? 10, alles klar. Die stehen wieder an. So. Dann machen wir mal hier weiter, weil wir müssen ja, wie gesagt, die. Beziehungsweise machen wir es anders. Ich beende mal an dieser Stelle die heutige Folge, weil ansonsten wird die wieder zu lang werden. Wir werden in der nächsten Folge wieder die Büffel und die Gnus uns hier reinschmeißen. Da haben wir schon wieder 12 Tiere. Und dann könnten wir rein theoretisch auch den Springbock hier reinschmeißen. Ist dann hoffentlich genügend Platz. Und irgendwann werden wir den zweiten afrikanischen Steppenelefanten hoffentlich holen. Aber wie gesagt, die Mantrie, keine Ahnung, was die machen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es ist alles ein kleines bisschen schwierig, die zu verkaufen. Weil die halt sehr. Also es dauert sehr lange, ehe die ausgewachsen sind. Mein Borkenkäfer kann ich mir auch nicht kaufen, weil dafür habe ich bestimmt auch kein Geld. Obwohl, die Warzenschweine. So, was haben wir hier? Das Alpha. Oh. 13, das macht 13 ist halt überhaupt nicht so viel. Höchstens bei den Grizzlies. Bei den Grizzlies könnten wir es dann versuchen. Das wäre dann eine Möglichkeit. Und die könnten wir aber trotzdem verkaufen. War das gerade rot? Tier ist durstig. Ja, Tierpfleger, beweg deinen Arsch hierher. Ach, das ist er ja schon. Ei, habe ich überhaupt? Habe ich ihn überhaupt Wassertrog und so einen Spaß gegeben? Warte mal, mal kurz gucken. Oh, Diana! Okay. Oder kann ich das hier reinlegen eigentlich? Ja. So, da kommen die hoffentlich ran, oder? Ah. Was ist denn dein Problem? Stress? Ja, dann geht doch in euren Bau. Futterbeschäftigung. Oh, Leute. Okay, wir gucken nochmal ganz schnell bei den Erdferkeln. So.
So, Escape, Dankeschön. Okay, gut. Ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle die heutige Folge. Ich werde jetzt den Zoo hoffentlich jetzt nochmal speichern können. Achso, ich muss hier oben hin. Okay. So, speichern, genau so machen wir das. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann ja weiter unsere Veterinärforschung betreiben, unsere Technikforschung und dann unsere zweiten Tiere in den Zoo holen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit den anderen Tieren dann machen, weil dann fehlen uns ja rein theoretisch nur noch zwei, die wir in dem Gehege halten können. Aber ich würde sagen, wir würden die vielleicht einfach mit reinschmeißen in irgendein anderes Gehege oder wir bauen dann nochmal ganz schnell ein Gehege. Das werde ich dann aber in der nächsten Folge bzw. in den nächsten Folgen dann entscheiden. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.